Seit wir die Redback-Pistolenarmbrust zu einem wirklichen Kampfpreis anbieten, haben wir sehr viele Kunden, aber auch sehr viele Kundenanfragen. Und das meiste betrifft, ja, wie spanne ich den Pfeil richtig ein und wie funktioniert das mit der Sicherung? Wenn du wissen willst, worauf es dabei ankommt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rosse vom Survival Shop Überlebenskunst und ich melde mich hier aus der Bushcraft Area. Ja, einfach aus dem Grund, weil wir hier auch Bogen schießen können. Ja, und daher mag ich etwas herzeigen, und zwar was die Redback-Pistolenarmbrust, aber viele andere Armbrüste sicherlich auch betrifft. Wir kriegen ganz häufig Anfragen, René, die Armbrust schießt nicht oder ich kann sie nicht entsichern und dann lasse ich mir Fotos oder kleine Videos schicken. Und gestern, das ist auch der Anlass für das Video, ist jetzt Folgendes passiert. Und zwar, der Kunde schickt mir ein Foto, wo der Pfeil auf die Art und Weise eingespannt ist. Das heißt, er hat den Pfeil hergenommen, den Bolzen, hier angelegt und sich gewundert, warum das nicht funktioniert. Und das ist jetzt gar nicht, dass ich jetzt irgendwie Menschen schlecht machen will, überhaupt nicht. Aber hat sich halt gewundert, warum das nicht funktioniert. Es kann so nicht funktionieren, ist auch ganz klar. Habe ihm das dann nachher auch beschrieben, habe ihm dann auch ein Video geschickt per WhatsApp. Und um das jetzt ganz einfach in den Griff zu bekommen, gibt es dieses Video. Nein, das gehört nicht so. Der Bolzen hier mit dieser Befiederung gehört flach aufgelegt. Ja, nicht so, sondern flach aufgelegt. Dann über diesen Bügel hier drüber geschoben, vorsichtig, weil wir arbeiten hier ja in der Spannung, das ist nicht so lustig, also bitte aufpassen. Dann bis ganz nach hinten schieben, und da passiert oft auch ein Fehler, dass er nicht bis ganz hinten geschoben wird. Also ich zeige dir jetzt, so wie es gehört, das ist ganz hinten. Aber nein, manche hören dann hier an der Stelle auf und da ist dann da ein kleiner Zwischenraum, da, das kannst du sehen. Und rufen dann an und sagen, René, ich kann die Sicherung nicht betätigen, ich drücke schon so fest, ich krieg die nicht nach vor. Wenn der Pfeil bis ganz nach hinten geschoben wird, so, dann ist das Kinderkram. Okay, und genau das ist der Trick dabei. Das heißt, das ist jetzt auch keine Kritik an meinen Kunden, also wenn du auch mir so eine Anfrage schickst, das braucht dir nicht peinlich sein, aber ich mache das Video aus dem Grund, damit das ganz einfach klar ist für alle, weil dann kann ich das Video hier schicken. Zeit sparen für mich. Und damit alle glücklich sind. Noch einmal, nicht so oder sonst irgendwas, sondern du nimmst den Pfeil oder den Bolzen, legst ihn hier auf, gibst ihn durch diesen Bügel, der Bügel ist dazu da, um den Bolzen nach unten zu drücken, damit er nicht irgendwo aufsteigt, und dann bis ganz nach hinten, bis es klack macht, schau her, klack, dann entsichern und schießen. That's it. Ein ganz kurzes Video, wirklich nur ein ganz kurzes Video, damit ihr das einerseits auf meiner Homepage, ich gebe da unten den Link auf den Survival Shop, dort gebe ich das rein, damit das für die Leute klar ist. Ich gebe es auch bei meinem Survival Mentor Programm rein, also bei dem Survival Mentor, bei dieser E-Learning Plattform, da können sich alle meine Kunden ganz kostenlos Anleitungen anschauen, wie man das zusammenbaut, wie man das pflegt und so, und da werde ich das auch reingeben. Und ja, ich mag dir um einen Kommentar bitten, Daumen nach oben oder nach unten, und wenn du Informationen zur Bushcraft Area willst, dann gebe ich da auch unten den Link. Ja, und wenn du auch Bogenschießen hier willst, ja, melde dich ganz einfach. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.